Hallo ihr Lieben, ich möchte mich zuallererst erstmal dafür entschuldigen, dass es sehr lange Zeit von mir nichts mehr gab. Das lag aber daran, dass ich ein bisschen Stress mit der Uni hatte und der ist jetzt ein bisschen rum und deswegen gibt es für euch heute ein Video. Und die liebe Christine hat ein paar neue Stempel herausgebracht, die sich natürlich super für LED-Karten eignen. Allerdings werdet ihr heute von mir keine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die LED-Karte sehen, da das Video sonst viel zu lang geworden wäre. Und außerdem habe ich euch ja bereits eine auf Englisch und auf Deutsch gemacht. Auch möchte ich kurz erwähnen, dass ich irgendwie ein bisschen Probleme mit meinem Handy hatte und es leider nicht alles aufgenommen hatte, so wie ich das gerne gehabt hätte. Deswegen fehlen vielleicht ein paar Teile in dem Video und ich werde es euch dann einfach erzählen, was ich gemacht habe. Ich hoffe, ihr könnt das dann trotzdem nachvollziehen. Gerade seht ihr, wie ich bereits ein Rechteck ausgestanzt habe und das jetzt mit Distress Inks einfärbe. Dazu verwende ich wie immer meine Mini-Ink-Blending-Tools von Tim Holtz. Und alle Farben, die ich verwendet habe, seht ihr unten wie immer eingeblendet. Wenn ich mit Distress Inks arbeite, dann gehe ich gerne so vor, dass ich mit der hellsten Farbe anfange und mich dann zur dunkelsten Farbe vorarbeite. Ich habe dann immer das Gefühl, dass die Übergänge mir besser gelingen. Außerdem finde ich das gar nicht so schlimm, wenn jetzt alles nicht perfekt ist, weil ich das Ganze gleich nochmal mit einem Perfect Pearls Mist, was ich mir selber zusammengemischt und in eine Sprühflasche getan habe, vollsprühe. Das ist so ein Schimmerglanzeffekt. Da unser Hintergrund jetzt erstmal trocknen muss, mache ich schon mal weiter. Und zwar stempel ich die Quallen hier dreimal. Dazu verwende ich mein Memento Tuxedo Black Ink, weil ich mit Copic Stiften malen möchte. Auch hier ist es so, dass ich alle Farben wieder unten eingeblendet habe. Ich werde auch nicht viel dazu sagen, sondern gleich ein bisschen Musik einspielen. Grundsätzlich ist es wie bei den Distress Inks, dass ich zuerst mit der hellsten Farbe anfange, dann mich vor zur dunkelsten arbeite und den ganzen Weg wieder zurückgehe. Das war's auch mit dem Kolorieren. Jetzt muss ich die kleinen Quallen natürlich noch ausschneiden. Ich möchte euch jetzt nicht langweilen mit stundenlang ausschneiden, aber ich wollte kurz erwähnen, es ist wirklich wichtig, dass ihr eine scharfe Schere habt und ganz wichtig ist auch, dass ihr das Papier bewegt und nicht eure Hände. Damit verdreht man sich nur und schneidet komische Kanten rein. Jetzt seht ihr meinen Hintergrund und ihr seht auch den tollen Schimmerglanz. Ich nehme jetzt nochmal dieselbe Mischung und spritze nochmal ein paar Wassertropfen drauf. Das verleiht dem Hintergrund ein bisschen mehr Struktur und sieht einfach nochmal ein bisschen realistischer aus. Nachdem ich die Mischung auf den Hintergrund gepinselt habe, werde ich das überschüssige Wasser mit Sieber abtupfen und das Ganze mache ich dann zweimal. Da ich den Hintergrund gleich noch embossen möchte,
muss natürlich alles trocken sein, sonst wird das Embossing-Pulver auch an den feuchten Stellen haften, was wir natürlich nicht möchten. Jetzt kommt der Punkt, wo meine Kamera nicht funktioniert hatte. Ich habe bereits den Hintergrund embossed, die Stellen von der Qualle ausgeschnitten, damit da das Licht der LED-Karte später durchleuchtet. Und ich habe auch schon den LED-Kartenaufbau gemacht. Jetzt klebe ich die Quallen an ihre entsprechenden Stellen. Und damit man natürlich die Tentakel nicht durchleuchten sieht, werde ich diese jetzt abschneiden. Das Prozedere wiederhole ich dann auch noch für die zweite Qualle. Und ich zeige euch aber jetzt, wie ich das bei der dritten Qualle gemacht habe. Ich wollte nämlich nicht, dass meine Karte platt ist wie eine Flunder. Deshalb wollte ich ein bisschen Abstandsklebeband verwenden. Da ich alles ein bisschen knapp geschnitten hatte, hatte ich Angst, dass man das Abstandsklebeband von der Seite sehen würde. Deshalb habe ich hier transparentes Montageklebeband vom Aldi verwendet. Das gab es mal im Angebot für 3,99 € und es erfüllt wirklich super seinen Zweck. Ist auch perfekt für, wenn man Transparentpapier dimensional kleben möchte, weil man es wirklich nicht sieht. Jetzt muss die Qualle nur noch aufgeklebt werden und die Karte kann dann auch schon zusammengesetzt werden. Leider hat auch hier meine Kamera wieder nicht funktioniert. Hier habe ich auch schon quasi meinen Schalter für die LED-Karte geklebt, nämlich den Stimmungsaufheller. Ich verwende noch ein paar Pretty Pink Posh Pailletten, um die Karte zu verzieren. Und das war's dann auch schon heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch irgendwie weiterhelfen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Alle verwendeten Materialien findet ihr wie immer in der Infobox oder bei mir auf dem Blog.